Es ist wieder soweit, Leute. Wir gucken wieder, was Frauen an uns Männern stört. Da gibt es scheinbar so viele Gründe, dass ich daraus wahrscheinlich 500 Videos machen könnte, aber das werde ich natürlich nicht machen. Ja, doch, es kann schon passieren. Also, wie gesagt, Frauen sind, was das angeht, sehr mitteilungsbedürftig. Also, eigentlich könnten wir uns die Gründe anschauen, daraus lernen und es besser machen, aber da Lernen nicht so unser Ding ist, scheißen wir einfach drauf. Was haltet ihr davon? Trotzdem werden wir uns die jetzt angucken. Ich werde dazu Kommentare abgeben und die Sache ein bisschen analysieren. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen damit erklären, warum er scheinbar keine Chance bei Frauen hat. Aber selbst wenn ihr an diesen Sachen, die jetzt kommen, nicht arbeiten könnt, es gibt immer noch eine Alternative, also ihr könnt es immer noch mit Männern probieren. Abgesehen von Männern gibt es wahrscheinlich auch andere Geschlechter, mit denen ihr es probieren könntet. Vielleicht habt ihr da bessere Karten, die achten vielleicht auf andere Punkte. Aber das ist jedem selbst überlassen. Also ich will euch da nicht reinreden. Tut, was ihr für richtig haltet. Aber Hauptsache, ihr tut es. Versteht ihr? Ich bin irgendwie voller Vorfreude. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie eine Vorliebe dafür, von Frauen gedemütigt zu werden. Und das machen sie im Endeffekt mit diesen Icks, die sie hier aufzählen. Ich liebe das. Und nur noch mal kurz zur Info für die Leute, die es nicht wissen. Ein Ick ist der neue Begriff dafür, dass wenn gewisse Handlungen von Männern oder Bewegungen irgendwie abturnend sind. Also wenn irgendwas abturnend ist, dann ist es ein Ick. Das stoßt einen ab, versteht ihr? Ich hoffe, das wird im Duden übernommen, meine Definition. Oh Gott. Oh nein. Wie ist das möglich? Seine Frisur ist aber stark. Ich mag diese Frisur, die bockt. Oder? Findet ihr nicht? Auf jeden Fall abgesehen von seiner Frisur. Das ist eine absolute Katastrophe. Wenn ich ein Buch schreiben müsste über X, würde ich das auf jeden Fall mit reinnehmen und irgendwie in Worte fassen. Er hat den optimalen Griff. Also ich glaube, er könnte jetzt kopfüber von diesem Stuhl hängen, von einer Klippe, und er würde sich festhalten mit diesen Zehen. Das sieht einfach wie ein sehr kräftiger Griff aus. Er wäre wahrscheinlich jemand, der in so einem Kletterpark oder an einer Kletterwand, an einer Mauer mit seinen Füßen klettern würde und nicht mit seinen Händen. Aber ich verstehe, ja. Das wirkt wieder so ein bisschen, als hätte er Spaß. So, es wird ihm Spaß machen. So, ich greife mal den Stuhl mit meinen Füßen. So, ich probiere das mal aus. Oh, ist ja gemütlich. Das ist wieder so, bist du ein Kind? Du bist ein erwachsener Mann, du musst Steuern zahlen, hinterziehen und du musst deine Frau beschützen. Wie kannst du es wagen, dich wie ein Kind zu verhalten? Oh ja, das ist sehr offensichtlich. Das ist wirklich sehr offensichtlich. Also, es gibt hier zwei Punkte. Zum einen natürlich, der Mann hat Spaß. Spaß haben ist generell ein komplettes No-Go für Männer. Also ihr solltet es generell meiden, Spaß zu haben in eurem Leben. Das könnte Frauen abtören. Ihr müsst ein Fels sein, ohne Emotionen, ohne Spaß und ohne Trauer. Das ist der einzige Weg. Und der andere Punkt hier in dem Video ist, er ist scheinbar Vater, hat ein Kind und er ist immer noch da. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das ist ein Riesenfehler. Normalerweise ein Vater kriegt ein Kind, schwängert eine Frau und verschwindet dann spätestens nach der Geburt. Er ist schon viel zu lange da. Er muss eigentlich weiterziehen, andere Frauen schwängern und seine Frau mit dem Kind alleine lassen. Das hat er hier zum Beispiel falsch gemacht. Aber es ist nie zu spät. Also überleg's dir nochmal. Ich glaube, so könnte man diesen Ick lösen. Oh Gott. Das sieht irgendwie unglaublich lustig aus. Ich kann euch genau erklären, warum. Er ist ein trainierter Typ. Er sieht sehr männlich aus, kranke Jawline und sowas, Gesichtsstruktur und so, sehr männlich wie ein griechischer Kriegsheld oder sowas. Und dann, wie er mit Energie dieses Eis leckt, das ist wirklich irgendwie lustig, Digga. Findet ihr nicht? Man sieht halt irgendwie so, ich glaube, das muss ich nicht ganz in Worte fassen, aber ich verstehe, dass wenn ein Mann irgendwie lustig aussieht oder irgendwas macht, was lustig aussieht, ist es halt automatisch irgendwie so, Mann. Ja, okay, egal, das sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr ein Eis esst, ihr müsst als Mann in ein Eis reinbeißen. Das ist die einzige richtige Methode. Egal, ob eure Zähne dabei wehtun und kalt werden, ihr müsst reinbeißen und es halt mit Gewalt essen. Esst euer Eis mit Gewalt. Das ist der Rat, den ich an dieser Stelle habe. Aber wisst ihr, was der größte Ick ist und der Grund, warum wir alle noch Jungfrauen sind? Genau, es liegt daran, dass wir kein Geld haben. Aber du musst keine Millionen von Euro haben, um dieses Problem zu lösen. Es reicht einfach, wenn du weißt, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Aber da Lernen noch nie meine Stärke war, nutze ich persönlich die App Finanzguru. Die hilft mir dabei, mein Bürgergeld zu verwalten und Frauen von meiner finanziellen Stabilität zu überzeugen. Weil körperliche Stabilität habe ich leider nicht anzubieten. Seht ihr? Ein grausamer Anblick. Aber wie hilft Finanzguru dir jetzt konkret? Die App verschafft dir einen Überblick über all deine Finanzen, kategorisiert all deine Einnahmen und Ausgaben und erfasst automatisch all deine Verträge, die aktuell am Laufen sind. Und du kannst sie in der App mit einem Klick rechtssicher kündigen. Das ist sogar für mich fast der wichtigste Punkt, weil irgendwann verliert man den Überblick über all seine Verträge, die gerade am Laufen sind. Und manchmal ist man auch zu faul, um einen Vertrag zu kündigen, weil man nicht weiß, wie genau und wo schickt man das hin. Mit Finanzguru geht es ganz einfach. Ein Klick und die Kündigung ist raus. Alles, was du dafür tun musst, ist dein Konto mit der App zu verbinden. Und ja, ihr könnt Finanzguru vertrauen. Die App hat mehr als 1,5 Millionen Nutzer. Und vielleicht kennt der ein oder andere Finanzguru auch aus der Show Die Höhle der Löwen. Also wie gesagt, Finanzguru könnt ihr vertrauen. Mir persönlich eher nicht. Das dürft ihr nicht vergessen, deswegen halt ein bisschen Abstand von mir, ladet euch aber trotzdem die App runter. Die ist im Gegensatz zu mir hilfreich. Finanzguru ist dauerhaft kostenlos, aber für nur 3 Euro im Monat könnt ihr die Plus-Version holen. Die bietet viele Vorteile, unter anderem personalisierte Finanztipps, die Analyse deines Kaufverhaltens mit individuellen Budgetvorschlägen und noch viel mehr. Informiert euch gerne nochmal über den Link in meiner Bio. Und mit dem Code Gian kriegt ihr die Plus-Version 3 Monate lang kostenlos. Das gilt aber nur für Neukunden. Und das gilt nicht für illegale Einwanderer. Ist natürlich Spaß, sonst hätte ich mir die App nicht holen können. Hauptsache du bist Mensch, dann kannst du die App runterladen und nutzen. Ladet euch die App jetzt über den Link in meiner Bio runter, verknüpft euer Konto, geht auf mehr und löst dort den Code Gian ein. Spart dann ein bisschen Geld und holt euch dann eure Traumfrau. Leute springen ins Meer. Okay.
Jetzt denkt ihr euch, was kann denn daran ein Ick sein? Das ist ganz offensichtlich. Wenn ihr euch jetzt fragt, ey, warum turnt das Frauen ab, wenn wir ins Meer springen? Es geht nicht darum, dass wir ins Meer springen, versteht ihr? Aber da musst du auch richtig springen. Du darfst nicht ins Meer fallen. Deswegen musst du aggressiv und aktiv dabei aussehen. Und das hier sieht mit Sicherheit nicht aggressiv aus, was die hier machen. Seht euch das an. Er fällt ins Wasser. Fallen ist so eine Form von, ich verliere die Kontrolle und es passiert gerade unbeabsichtigt. Das darf nicht sein. Alles von euch muss Plan und Struktur haben. Deswegen musst du einen perfekten Köpfer reinmachen oder einen Rückwärtssalto oder einen dreifachen Auerbacher mit Mayonnaise. Keine Ahnung, wovon ich rede, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist so meine Erklärung, die ich dafür habe. Okay, hier erkenne ich mich definitiv wieder. Ja, das bin ich. Also nur in einer anderen Form und Gestalt und wahrscheinlich nicht so arbeitslos wie ich. Ich habe auch in dem richtigen Moment gestoppt. Das ist genau die Bewegung, die den Ick verursacht. Wisst ihr, ich habe genau die Millisekunde getroffen, die das Problem auslöst. Und zwar ist es hier die Haltung seiner Zehen. Seht ihr das? Wie ist ein Mensch dazu in der Lage, seine Zehen so zu spreizen, ohne seine Finger zu benutzen? Also ich habe keine Kontrolle über meine Zehen. Ich könnte die jetzt nicht in jede Himmelsrichtung bewegen. Er kann es. Bin massiv beeindruckt. Zum einen. Zum anderen kann man das ja wohl nachvollziehen. Ein echter Mann springt auch ins kalte Wasser. Dem ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Er ist ein Superheld. Versteht ihr? Aber das ist scheinbar die Vorstellung einer Frau von einem perfekten Mann. Aber um ehrlich zu sein, in diesem Punkt, da finde ich lieber mein Leben lang keine Frau, als dass ich ins kalte Wasser springe. Das ist wirklich mein kompletter Endgegner. Ich hasse es. Ich werde auch nicht kalt duschen. Ich habe es probiert, wegen diesen ganzen Mindset-Leuten und so. Das ist nichts für mich und ich halte definitiv Abstand von kaltem Wasser. Trotzdem würde ich gerne lernen, wie man so seine Fußzehen spreizt. Einfach nur, um damit anzugeben vor meiner Familie. Vielleicht sind sie dann irgendwann mal stolz auf mich. Okay, er hat scheinbar seine Ohren zugehalten, weil der Mixer zu laut ist. Das finde ich persönlich natürlich auch ein bisschen übertrieben, sind wir ehrlich. Also es ist ein Mixer, dein Trommelfell wird schon nicht platzen, aber an sich ja nicht verkehrt. Er achtet auf seine Gesundheit, er ist ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Für ihn selbst, für sein Leben vielleicht nicht schlecht, aber nach außen hin wirkt es so, als wäre er übervorsichtig und als wäre er kein Alpha-Tier, versteht ihr? Weil ein echter Alpha achtet nicht auf seine Gesundheit und er zerstört sein Trommelfell sogar freiwillig, versteht ihr? Also mit wie auch immer das funktionieren mag. Aber ja, ich kann den Punkt nachvollziehen. Ich glaube, die meisten auch. Ich kann es schwer in Worte fassen gerade, was mir normalerweise nicht passiert. Ich finde eigentlich immer die richtigen Worte. Nee, ich meine, ich finde immer Worte. Ob die richtig sind, weiß ich nicht. In der Regel sind sie falsch. Aber ich finde Worte normalerweise. Und nur kurz zur Info. Ich weiß, dass diese X zum Teil auch Spaß sind. Also ich nehme das jetzt nicht komplett ernst und denke, dass Frauen wirklich einen Upturn auf solche Sachen haben. Im Endeffekt sind diese Leute meistens auch zusammen. Ja, die sind in einer Beziehung und die machen halt Videos über den Partner und sowas. Aber hinter jedem Spaß steckt ein bisschen Ernst. Und dem Ernst gehen wir auf den Grund. Hier wird analysiert. Wir verstehen keinen Spaß. An ick, yeah. Yes. Okay, also yes, like Männer mit großen Hintern. No. Ja gut, kann ich auch nachvollziehen und an jeden Mann mit einem großen Hintern überlasst das bitte den Frauen. Also ist mir persönlich lieber, aber es gibt bestimmt auch Männer, die das mögen. Deswegen kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Und wahrscheinlich könnt ihr gar nichts an einem großen Hintern ändern. Deswegen bleibt so, wie ihr seid. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt Frauen, die stehen auf große Hintern, oder? So bei Männern. Nicht auf große, aber es gibt Frauen, die stehen auf Männerärsche. So, was habt ihr davon? Also, wenn ich mal so genau fragen darf, so. Was bringt euch das? Sehr faszinierend. Dazu habe ich keine Theorie, um ehrlich zu sein, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Ja, okay, das kann ich wieder nachvollziehen, Digga. Warum bin ich auf der Seite der Frauen jetzt aktuell? Was soll das? Erstens hat er Spaß, was auf jeden Fall ein No-Go ist. Dann bewegt er sich noch zu viel. Das sind zu viele ungeplante, unsynchrone, unbeherrschte Bewegungen. Verstehst du? Schlittschuhfahren wäre vielleicht nochmal in Ordnung, aber Rollerblades in einer, ich weiß nicht, das ist es nicht. Aber trotzdem hat er scheinbar eine Freundin, die gerade filmt und wir sitzen hier und sind Single. Deswegen will ich nicht urteilen, vielleicht ist es doch richtig, was er macht. Developed a new ick at work. It is grown men yawning. Oh, das fällt mir jetzt schwer, das nachzuvollziehen. Sie sagt, erwachsene Männer, die gehen. Wir gucken gleich mal, was sie dazu sagt und wie sie das erklärt. Aber tatsächlich fällt mir jetzt auf Anhieb keine logische Erklärung dafür ein. Rein evolutionsbedingt, was könnte das bedeuten? Okay, es könnte sein, ein Mann, der gähnt, er ist müde, er ist träge, er hat keine Energie, er ist nicht der potenzielle Vater meiner Kinder. Er hat nicht die beste Genetik, weil er langsam ist. Boah, das ist die optimale Erklärung. Ich habe das wirklich so präzise erklärt gerade. Ich bin selber ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. Wollen wir mal gucken, wie sie es erklärt? It drives me insane. Sie kann es selbst nicht mal erklären. Sie erklärt nur, dass es sie wütend macht. Extrem. Ich verstehe es. Okay. Tuesday and I don't understand how they don't know how to just not yawn. Okay, das war keine Erklärung von ihrer Seite, aber dafür bin ich ja da. Ich denke, ich habe es auf den Kopf getroffen. Ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen, das wollte ich natürlich damit sagen. Auch wenn ich noch nie einen Hammer in der Hand hatte. Dass er schläft, ist ein Ick, scheinbar.
Die Erklärung ist auch ganz simpel. Darauf muss man erstmal kommen. Ihr denkt, das ist Spaß teilweise. Aber wie kommt man auf diese Sachen? Da muss doch irgendwas dahinter sein. Wie komme ich darauf? Weißt du? Und wie kann es sein, dass ich immer eine logische Erklärung dafür habe? Da muss irgendwas dahinter stecken. Schlafen ist wieder nicht wachsam zu sein, keine Energie zu haben, Schwäche zu zeigen. Wenn du schläfst, bist du angreifbar. Was ist, wenn jetzt jemand kommt, deine Füße kitzelt? So, wie willst du den abwehren? Schläfst. Ich könnte es theoretisch einfach machen. Was ist, wenn jemand kommt und deine Freundin entführt? Was willst du machen? Schlafen? Seht ihr? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, okay. Jungs, die Wii Sports spielen, das können wir wahrscheinlich auch alle nachvollziehen. Es geht hauptsächlich, meiner Meinung nach, um die unvollständigen Bewegungen. Es ist keine echte Handlung, die da gerade passiert. Das ist Baseball spielen bei Wii Sport. Das ist Tennis spielen. Das ist keine volle Bewegung. Das ist keine männliche... Okay, jetzt übertreibe ich. Aber es ist keine kräftige Bewegung, versteht ihr? Das ist einfach nur so ein angedeutetes, so ein verkrampftes Nichts. Versteht ihr, was ich meine? Es muss echt sein. Echt mäßig. Okay. Also abgesehen davon, ob das ein Ick ist oder nicht, aber ich glaube, das muss man uns Männern nicht erklären, das wissen wir alle. Also keiner von uns hat Spaß daran, einen Hügel runterzulaufen. Wir wissen alle, dass wir dabei dumm aussehen. Macht einfach die Augen zu, dabei müsst ihr euch das geben. Könnt ihr uns bitte ein bisschen Privatsphäre lassen in diesem Moment? Wir können nicht anders. Was sollen wir machen? Was wäre die logische Alternative dazu oder eine plausible so? Im Endeffekt wollen wir ja den Hügel runter. Was könnte uns doch den Hügel runterbringen, außer zu laufen? Wir könnten rollen. Das feiert ihr wahrscheinlich auch nicht. Mehr fällt mir nicht ein. Und rollen könnten wir auch nur, wenn wir übergewichtig wären wahrscheinlich. Schwer. Also ich weiß nicht, Leute. Hier bin ich definitiv überfragt. Here is a list of things that men do. Okay. Absolutely. Madame, was hast du zu sagen? Makes my toes curl if he has a low pain tolerance. Sie meint, wenn ein Mann eine geringe Schmerztoleranz hat, also wenn ihm einfach alles wehtut und er immer reagiert darauf. Können wir alle, glaube ich, nachvollziehen. Ja, viele wollen von Männern, dass sie halt hart sind. Okay, verstehe ich. Aber ich habe das Gefühl, auch diese Sache mit Männergrippe und sowas, das wird ja immer so in den Raum geworfen, wenn Männer irgendwie krank sind und sich darüber beschweren und sowas. Ich glaube, da wird einfach mit einem anderen Maßstab gemessen. Ich glaube, Männer beschweren sich nicht mal so krass. Also wahrscheinlich nicht mehr als Frauen zum Beispiel. Vielleicht auf demselben Level. Aber da die eine andere Erwartungshaltung haben an Männer und denken, ein Mann darf keine Schmerzen haben. Sobald er mal sagt, ey, mir geht's schlecht oder oh, mein Hals tut weh und sowas, wird es direkt abgestempelt als, du bist doch ein Mann, weißt du? Warum reagierst du auf sowas? Du darfst eigentlich keine Schmerzen haben. Und dann heißt es direkt so, er übertreibt. Wisst ihr? Finde ich ein bisschen schade, dass wir so unterdrückt werden von den Frauen. Was dürfen wir überhaupt noch? Dürfen wir atmen? Nein. Das ist schlimm. Wisst ihr warum? Erstens hat er wieder ein bisschen Spaß, weil er scheinbar diesen Schaum liebt und er hat eine Vorliebe dafür und er genießt es. Hör auf, Sachen zu genießen. Überlass das deiner Frau. Du musst versorgen, ja? Du musst dafür sorgen, dass sie genießen kann. Also geh arbeiten, rede nicht, geh jagen, geh in den Krieg kämpfen. Was kann ein Mann noch machen? So ein perfekter Mann. Kennt ihr das, wenn es so viele Punkte gibt, die man ansprechen kann, dass einem keiner einfällt einfach? Es ist so viel, dass einem nichts einfällt. Genau an dem Punkt bin ich gerade. Aber abgesehen davon, auch jeden Krümel und alles von dem Becher auszunutzen, das wirkt so, als wärst du sparsam und geizig. Verstehst du? Du musst wohlhabend sein und Geld aus dem Fenster werfen. Das wäre mein Ratschlag jetzt in der Situation. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Naja, das kann nicht echt sein. Das kann nicht echt sein, das ist komplett gestellt und da werde ich wütend. Warum ist dieses Video hier dabei? Kein Mensch dieser Welt macht sowas und ich glaube, das wäre nicht mal Nick. Weil das würde vielleicht ein paar Frauen sogar irgendwie anmachen, habe ich das Gefühl. Ja, Reste mit nach Hause nehmen und einpacken, das zeigt halt wieder, okay, ich bin nicht verschwenderisch, weil ich halt wenig Geld habe vielleicht oder ich bin geizig und sparsam. Das wirkt so, als hätte er vielleicht nicht genug Geld, um sich einfach das Gericht nochmal zu holen, wenn er Lust drauf hat. Oder nee, das zeigt eine Art übervorsichtig sein. So, nee, ihm ist die Umwelt scheinbar wichtig. So, die Umwelt und dass man nichts verschwendet, das zeigt Schwäche. Weil ein echter Mann ist verschwenderisch, nicht umweltbewusst und wählt die AfD. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mit reingeworfen habe. Ich habe mich irgendwie danach gefühlt. Ich will damit nicht die AfD schlecht oder gut reden. Nehmt mir das nicht übel. Aber ich versuche hier gerade zu entziffern, was dahinter steckt, hinter diesem Video, hinter diesem Eck. Ich befürworte das alles nicht, was ich sage. Ich versuche nur, Theorien aufzustellen, damit ihr wisst. Aber das lassen wir mal so stehen. Das ist jetzt Interpretationssache für euch alle. Macht eure Hausaufgaben und schreibt eine Interpretation zu diesem Video. Neuer Eck freigeschaltet. Oh Gott, was passiert hier? Das kann er nicht ernst meinen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas wie ein Ick entwickeln kann in mir. Aber das ist kein Ick in mir, das ist Wut. Das ist Unverständnis und das ist absolute Enttäuschung. Was macht er da? Ist das sein Ernst?
Pizza in Soda. Das sieht nicht mal aus wie eine Limonade oder sowas. Das sieht aus wie Tee, Digga. Ist das nicht schwarzer Tee? Also ich würde Tee eher verstehen sogar noch als Cola oder sowas zum Beispiel. Das ist krank. Da würde ich Schluss machen und eine einstweilige Verfügung vor Gericht, weil ich will nicht, dass solche Psychopathen in die Nähe von mir kommen. Also das wäre die einzige Lösung dafür. Okay, der Gedanke daran, dass ein Mann duscht und in der Dusche darauf wartet, dass das Wasser warm wird. Ich habe genau ein Bild vor Augen. Ich weiß genau, was sie meint. Das wissen wir alle, die Situation. Aber jetzt denkt mal logisch nach. Macht sie Spaß? Nein, macht sie nicht. Das ist komplett ernst gemeint. Es geht darum, dass ein Mann in dieser Haltung in der Dusche wartet, bis das Wasser warm wird und sich nicht traut, schon vorher rein zu jumpen. Und es ist ihm nicht egal. Er zeigt Schwäche. Er zeigt, dass er weich ist, dass er kaltes Wasser nicht abhaben kann. Ich warte, bis es warm genug ist. Und er wartet. Warten ist nicht aktiv, warten ist sehr passiv. Versteht ihr? Keine Energie, keine Gewalt dahinter, hinterm Warten. Das macht alles so krass Sinn. Das ist unglaublich. Es geht alles in dieselbe Richtung. Alles in die Richtung. Ein Mann muss stark sein, darf keine Emotionen zeigen, muss sich durchzwingen und, oder? Alle von diesen X, die vielleicht Spaß sind, gehen alle irgendwie in die Richtung, wenn man darüber nachdenkt, Schwäche zu zeigen. Das ist dann die Lösung. Das ist das Heilmittel gegen X. Zeigt keine Schwäche. Ein Haarschnitt bekommen ist ein X. Das macht auch so sehr Sinn, weil es ist wieder ein Mann, der in dem Moment, wie als würdest du eine Maniküre bekommen oder so. Du wirst schöner gemacht. Du wirst gepflegt von jemand anderem und du sitzt da und hast keine Kontrolle über die Situation. Jemand anders pummelt an dir rum. Du bist nicht Herr der Lage. Versteht ihr? Wenn du natürlich selber deine Haare machen würdest, das wäre männlich, ja. Wenn du dich selber rasierst und deine Frisur machst und dies und das, aber und wenn du auch noch so in so einem Ding eingetütet wirst und da so sitzt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es geht wieder in dieselbe Richtung. Es ist unglaublich. Hier ist ein Schema dahinter. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Digga. Gibt es wirklich keine andere Methode, dort ein bisschen in die Knie zu gehen? Nee, gibt's nicht. Wie sollte man denn sonst machen? Alles andere sieht auch genauso schlimm aus. Oh mein Gott, das sieht so lustig aus. Ich würde nicht durchgucken. Ich schwöre. Da ist mir egal, ich würde nicht durchgucken. So könnte ich mich nicht blicken lassen. Vielleicht bin ich zu verklemmt, aber das kann ich komplett nachvollziehen. Ah, okay. Das ist schon lustig. Also ich habe mir diese Dinger immer sehr cool vorgestellt. Die machen bestimmt Spaß. Aber ja, ein echter Mann fängt eine Fliege oder eine Mücke hier mit zwei Fingern. Vor allem darf man nicht zu sehr versuchen. Man darf nicht so zu sehr in dem Ding drin sein und es zu sehr wollen. Weißt du, so tryhard sein. Man muss so beiläufig, so zack, den so fangen. Und dann am besten noch essen. Versteht ihr? Einfach nur um zu zeigen, so, es juckt mich nicht. Ja, das ist es. Mein Mann, sie auf der Couch liegt in der... Ja, okay, da könnte meine Theorie jetzt auch sehr ekelhaft werden, weißt du, es geht in eine sehr schlimme Richtung. Wir wissen alle, dass diese Positionen manchmal am gemütlichsten sind, da können wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube, jeder Mann selbst kann auch sehr gut nachvollziehen, dass sowas ein bisschen abstoßend sein kann. Ich meine, sie sind zusammen, ist jetzt natürlich kein Grund, so abwegzurennen von seinem Mann, aber es ist so ein Moment, wo man so ein bisschen runterguckt auf seinen Mann. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich kann diese Erklärung jetzt nicht bringen, das ist unmöglich. Ich glaube, ihr könnt euch den Rest denken oder denkt euch nicht, am besten nicht. Vielleicht wollt ihr euch das gar nicht vorstellen, weil ich stelle es mir gerade schon vor und das ist schon schlimm genug. Spart euch diesen Anblick. Wenn ein Mann sich auf der Straße hinknien muss, um seine Schuhe zu binden, ey, das fühle ich krass. Weil immer, wenn ich mir die Schuhe binden musste in der Öffentlichkeit, habe ich mich davor ein bisschen unwohl gefühlt. Das wisst ihr alle. Das müsst ihr wissen. Wenn es euch mittlerweile egal ist, okay. Aber früher, es gab bestimmt mal Momente, wo ich das unangenehm war. Wenn ihr jetzt den Hintern so nach hinten raussteckt, müsst, um euch die Schuhe zu binden. Oder so hinknien in der Öffentlichkeit, das ist sehr merkwürdig. Das fühlt sich nicht richtig an. Aber ja, die Erklärung ist auch sehr simpel. Im Endeffekt, warum stehen Frauen auch in der Regel auf große Männer? Das strahlt irgendwie so eine Präsenz aus, hat eine richtige Ausstrahlung, wirkt mächtig. Und sich hinzuknien und klein zu machen draußen, das ist genau das Gegenteil im Endeffekt. Selbst wenn du nicht klein bist, aber du machst dich in diesem Moment klein. Das ist alles so dumm. Es ist aber logisch. Es ist irgendwie trotzdem irgendwie dumm alles, aber es ist logisch. Okay, so Sauergurken zu essen, an sich ist mit Sicherheit kein Ick. Also keiner kann mir sagen, eine normale Essiggurke, Saugurke zu essen, ist ein Ick. Aber diese fetten Dinger, die auch noch scheiße schmecken, das ist ja unglaublich. Meistens sind die zu weich und zu saftig. Versteht ihr, was ich meine? Die knackigen kleinen, die sind richtig geil. Aber das hier kann ich auch nachvollziehen. Also tatsächlich bin ich in ein paar Punkten auf der Seite der Frauen. Vielleicht mache ich das, um sie zu beeindrucken. Was wahrscheinlich eh nicht helfen wird, aber das könnte sein. Auf welcher Stufe hat er dieses Gerät? Null? So, was soll das? Ja, okay. Das sieht irgendwie extrem anstrengend aus, wenn man halt so viel reintreten muss. Ich will mir jetzt keine Tipps geben, wisst ihr? Er hat schon seine Gründe wahrscheinlich, aber es sieht so aus, als würde er sich zu viel Mühe geben. Kleine Schritte machen, schwache Schritte. Er geht auf Ausdauer so mäßig. Er macht wenig Widerstand, aber dafür sehr lange. Männlicher würde es wirken, wenn du sehr viel auf einmal machen würdest. Einmal richtig schwer ins Pedal treten, so. Du brauchst so, anstatt 100 Mal in der Sekunde, nur einmal pro Stunde. Du brauchst eine Stunde, um einmal das Pedal
Pedal so einmal komplett zu drehen. Das war die ultimative Stufe von Männlichkeit. Okay, das war's. Wir haben mal wieder sehr viel gehört und gesehen. Dazugelernt haben wir wieder mal sehr wenig. Es sind wieder mal die bekannten Gründe. Wie soll ich das am besten erklären? Das ist wie in einer Beziehung, wenn ihr Probleme habt. Ihr habt sehr oft Streit, aber es sind immer dieselben Ursachen für den Streit. Ihr habt so zwei, drei Kernprobleme und die verursachen so voll viele kleine Streitigkeiten. Hier ist es genauso. Es sind so zwei, drei Probleme oder zwei, drei Sachen, Vorstellungen, die eine Frau von einem Mann hat. Darf keine Schwäche zeigen und das spaltet sich in so viele kleine X. Das ist so sehr, sehr beeindruckend irgendwie. Ich weiß, ein Teil davon ist nicht so ernst gemeint. Oftmals ist es halt auch ein bisschen so teilweise auf Joke angelehnt und viele Frauen mögen es ja auch, wenn der Mann weich sein kann und sowas und nicht der harte Macho ist und sowas. Aber so eine gewisse Männlichkeit wollen halt viele Frauen scheinbar. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Würde auch für mich Sinn machen. Und wie gesagt, was Frauen halt auch sehr lieben, ist, wenn ein Mann Geld besitzt. Deswegen lernt mit eurem Geld umzugehen und wenn ihr es nicht selber hinbekommt, dann ladet euch Finanzguru runter. Link ist in meiner Bio. Das macht es nochmal einfacher. Und mit einem guten Kontostand kommt vielleicht auch eine gute Frau. Ich drücke euch die Daumen.